Der Krieg auf Onigashima hat wieder neue Diskussionsthemen aufgeworfen und das Spannendste für die Community ist dann auch schon mal wieder die Stärkevergleiche und da kommen Fragen auf, wie kann es sein, dass die Supernova gerade den Kaisern schaden können und wie ist es überhaupt möglich, dass Zoro, obwohl er die rechte Hand von Ruffy ist, gerade so gechillt auf dem Dach ist und es wirkt so, als würde er sich gar nicht anstrengen und schadet sogar Kaido und selbst Big Mom hat Angst vor dem Enma, welches Zoro erst kürzlich bekommen hat. Zudem gibt es natürlich auch Fragen wie hat es Marco geschafft, gegen zwei Kaiserkommandanten gleichzeitig zu kämpfen und dann sogar noch dominant zu wirken. Und heute werden wir uns zwar nicht über alle Themen unterhalten, aber zumindest über eine und da wirklich versuchen, einen Durchblick zu schaffen. Also wenn ihr Kollegen habt, die das ganze Thema nicht verstehen, könnt ihr es natürlich mit ihnen teilen und das Video gerne mit einem Daumen nach oben und einem Abo unterstützen. Ich würde sagen, labern wir nicht großartig herum und stürzen uns sofort auf die Kaiserkommandanten. Solch ein komplexes Thema irgendwie würdig einzuleiten ist natürlich nicht so einfach, jedoch würde ich sagen, reisen wir zu der Zeit zurück, wo wir den ersten Kontaktpunkt zu den Kommandanten hatten und das war wirklich nirgendwo anders als in Marineford, Freunde, wo wir dann die Whitebeard-Piratenbande im Kampf gegen die Marine zu sehen bekommen haben, um natürlich Ruffys Bruder Ace zu retten. Und Whitebeard hat keine normale Crew, sondern er hat insgesamt 16 Kommandanten, Freunde, wozu ihr natürlich auch in der Infobox ein Video findet, wo ich sie dann halt auch alle so gut es geht versuche zu erklären. Es ist so, Freunde, diese 16 Kommandanten sind natürlich nicht nach der Stärke geordnet, also es kann sein, dass zum Beispiel Kommandant Nummer 8 vielleicht sogar stärker ist als Kommandant Nummer 7, Leute, und das ist halt so gesagt worden von Oda, dass nur Marco sozusagen einen großen Unterschied gemacht hat und dass Marco wirklich auch der stärkste Kommandant zu der Zeit von Marineford war. Wir haben natürlich Talente wie Ace sogar schon vor Marineford gesehen im Kampf gegen Blackbeard, einer wirklich immens großen Gefahr, die selbst von Shanks angeteased wurde und als zu gefährlich für Ace betitelt wurde. Das hat uns Zuschauer natürlich sehr überrascht, denn Blackbeard wurde auf Jaya noch nie so stark dargestellt. Zum späteren Zeitpunkt wurde er sogar einer der Kaiser und hat es geschafft, die Teufelsfrucht des stärksten Mannes der Welt zu bekommen. Und zwar Whitebeard, die Erdbebenfrucht, hat er dann gegen Sengoku eingesetzt und konnte ihn wirklich sehr weit zurückdrängen. Und dieser Charakter hat halt gegen Ace gekämpft und der Kampf war wirklich sehr ebenbürtig. Und der letzte Schlagabtausch wollte das auch natürlich nochmal darstellen, denn die Attacken sind aufeinander geprallt und es war wirklich ein Urknall, Freunde, und ich denke, Blackbeard hat das auch nicht so einfach wegstecken können und wären seine Crewmitglieder nicht dort anwesend, da hätte er es natürlich schwer gehabt, wieder sich aufzurempeln. Und ich frage mich, wer wäre denn zuerst aufgestanden, Ace oder Blackbeard, oder glaubt ihr, Blackbeard hat das wirklich so locker weggesteckt? Ich denke nicht, denn Ace, sie war jemand, der wirklich sehr viel Potenzial hatte. Er ist jemand, der halt das Blut von Roger weiterträgt und ich denke, in One Piece ist uns bekannt, dass wirklich Blut eine sehr wichtige Rolle spielt. Also jemand, der einen starken Vater hatte, da ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass er selber auch sehr stark wird, weil er sehr viel Potenzial erbt und das hat halt Ace im wahrsten Sinne des Wortes gemacht. Mit Ruffys Bruder Ace haben wir einen Kommandanten kennengelernt, der nicht zu vergleichen ist mit den restlichen Kaiserkommandanten, die aktuell sozusagen diesen Posten haben. Es ist dasselbe System wie damals bei Kozuki Oden, wenn ihr euch daran erinnert, war er auch der zweite Kommandant von Whitebeard, genauso wie Ace, Leute. Und sie haben natürlich auch charakterliche Eigenschaften, die sich sehr ähnlich sind. Und zwar wusste Whitebeard bei beiden, sie sind eigentlich nicht so die üblichen Crewmates, die man hat, denn sie besitzen eigene Ziele. Sie können ihr eigenes Ding machen. Ace hatte zum Beispiel seine eigene Crew und natürlich auch Kozuki Oden hatte seine eigenen Gefolgsleute, wollte aber natürlich nicht irgendwie ein eigenes Schiff bauen und dann diese Segel alleine setzen und der Kapitän sein. Er wollte einfach nur Abenteuer erleben. Und Ace, der ist natürlich mit einem ganz anderen Sinn reingekommen. Er wollte am Anfang Whitebeard töten. Zum späteren Zeitpunkt hat er sich gedacht, ich will Whitebeard zum Piratenkönig machen. Also ist es eigentlich sowas ähnliches wie bei Kozuki Oden, der sozusagen Whitebeard seine Treue geschworen hat. Er hat gesagt, ich werde sozusagen dein Crewmitglied, aber Whitebeard wusste, okay, so ernst kann ich das Ganze nicht nehmen. Und bei Ace war es so, dass er Ace sogar zum Piratenkönig machen wollte. Also so krass ist es, Leute. Also da merkt man auf jeden Fall eine Ähnlichkeit zu Kozuki Oden. Und Freunde, ich würde sagen, dass Ace in der Lage dazu wäre, auf jeden Fall einen ersten Kommandanten eines Kaisers zu besiegen. Ich gehe so weit, dass er ungefähr auf dem Level von King ist, wenn nicht sogar stärker, Freunde. Denn er ist jemand wie Ruffy, der halt sozusagen jung war und natürlich viel Potenzial hatte. Er hatte Ziele und diese wollte er erreichen und konnte sogar jemand Hinterlistigen wie Blackbeard bekämpfen. Und ich denke oder bezweifle es zumindest, dass es King soweit schaffen würde gegen einen Prime Blackbeard.
Anhand dieses Beispiels wollte ich euch aufzeigen, dass es mal sein kann, dass jemand vielleicht nur der zweite Kommandant eines Kaisers ist, aber dennoch stark genug, um einen ersten Kommandanten von einem anderen Kaiser zu besiegen, und das ist gar nicht so unüblich. Und natürlich gibt es auch crewintern zwischen den ganzen Positionen der Kommandanten immer noch einen krassen Wettbewerb. Neben der Kommandantenart von Kozuki Oden und natürlich auch Ace haben wir eine Kommandantenart, die so das Nonplusultra ist. Also wenn du so einen Kommandanten besitzt, dann hast du einfach Jackpot, Freunde. Ich rede hier von Marco, das beste Beispiel, der Lehrling, der seit Anfang an dabei ist. Es ist das ähnliche System wie damals bei Shanks, der bei Roger war, aber leider ist dann halt Roger verstorben und er ist dann seinen eigenen Weg gegangen. Marco blieb nun mal die ganze Zeit bei Whitebeard bis zum bitteren Ende und wollte sogar danach im Rachekrieg gegen Blackbeard sozusagen Rache nehmen für den Tod seines Vaters. Das ist ihm leider nicht geglückt, Freunde. Aber Marco ist so besonders, weil er halt das alles mit Whitebeard gemeinsam erlebt hat. Die Kämpfe gegen Roger, die Kämpfe gegen andere krasse Kaiser, Leute. Er war überall mit dabei. Er ist sozusagen mit Whitebeard gewachsen. Er wurde sozusagen vom Whitebeard aufgezogen, so wie als wäre er sein eigener Sohn. Und deshalb ist er so immens stark. Also der Typ hat einfach so viel drauf, dass er auf Marineford gegen die drei Admirale gleichzeitig gekämpft hat. Also natürlich klingt das jetzt so komisch, wenn ich das erwähne, aber er war einmal da, dann wieder mal da. Er war einfach auf dem ganzen Schlachtfeld so schnell und so präsent. Ich denke mal, kein anderer Kommandant könnte das so lange aushalten wie Marco. Die Ausdauer ist so beachtlich, dass ich selbst bei einem Marathon anfange zu schwitzen. Kommen wir mal zu den Fertigkeiten von Marco, Freunde. Dieser besitzt seine Teufelsfrucht jetzt schon seitdem er ein Kind ist, was natürlich dafür spricht, dass der ja diese Teufelsfrucht nahezu perfekt einsetzen kann. Er hat höchstwahrscheinlich sogar sein Erwachen drauf, also diese Hybridform, die wir jetzt bald bei Kaido sehen werden, hat Marco auch. Diese hat er uns bis jetzt noch nicht gezeigt. Er hat uns natürlich sein Hardening, also sein Haki, noch gar nicht präsentiert. Das Einzige, worauf er sich aktuell stürzt, ist natürlich seine Regenerationsfähigkeit, die bisher noch kein bekanntes Limit hat. Und natürlich seine Feuerattacken, die er uns jetzt offenbart hat. Er kann mit diesem mystischen Feuer definitiv Attacken ausführen, die er gegen King und Queen eingesetzt hat. Und diese haben diese Attacken definitiv einstecken können, aber haben Schaden mitgetragen. Es sind halt Kommandanten, Leute, sie müssen einiges einstecken können. Das gehört dazu. Nicht so wie zum Beispiel King Elisabello, Leute, auf Dressrosa. Dieser kann einen krassen Schlag ausführen, der natürlich sehr großen Schaden anrichtet. Aber wenn er mal getroffen wird, Leute, dann ist er höchstwahrscheinlich One- oder Two-Shot, Freunde, wenn es ein starker Charakter ist, der sich mit ihm anlegt. Und genau aus dem Grund muss halt ein Kaiserkommandant was einstecken können. Und ich denke, die beste Piratenbande ist so die Crew, die am meisten einstecken kann. Ihr kennt es, Leute, auf Zoo hatte Jack einen Kampf gegen Inurayashi und Nekomamushi, Leute. Tag und Nacht, Freunde, hat er gegen die gekämpft und er konnte dennoch stehen. Er konnte das alles einstecken, was die beiden ihn angetan haben. Und das gehört halt zum Kommandantensein dazu. Und wenn jetzt hier Marco noch seine mystische Hybridform einsetzt und natürlich auch sein Hardening und natürlich die ganzen anderen Haki-Arten, die er drauf hat. Ich will sogar so weit gehen, Leute, und sagen, dass er höchstwahrscheinlich sogar das Königshaki drauf haben sollte, wie es halt von einem ersten Kommandanten erwartet werden kann. Und dann würde es auch für Queen und King deutlich schlechter aussehen. Warum will sich Marco hier nicht verausgaben? Marco will sich hier nicht verausgaben, weil er seine Stelle oder seine Position in diesem Krieg nicht hier an diesem Ort sieht. Er denkt sich, ich will diese beiden hier nur aufhalten. Er will nicht seine ganze Zeit lang damit verschwenden, gegen die beiden zu kämpfen. Er ist nämlich gekommen, um Ruffy zu beschützen. Und warum sollte er fern von Ruffy sein, wenn Ruffy ihn doch braucht, wenn er gegen zwei Kaiser kämpft? Marco ist definitiv über dem Level eines Kaiserkommandanten. Er ist zu vergleichen mit Shanks, Freunde. Shanks ist nur einen anderen Weg gegangen. Er ist den Weg gegangen, dass er eine eigene Crew aufbaut und die Abenteuer für sich selbst erlebt und deshalb natürlich gegen die Kapitäne kämpft. Er hat nämlich gegen jeden Kapitän kämpft, auch gegen Kaido, Leute. Wir haben natürlich die Silhouette von Kaido gesehen hinter Ruffy. Höchstwahrscheinlich hat Shanks irgendwann mal gegen Kaido gekämpft und vielleicht sogar Kaido besiegt. Und deshalb hat Kaido die Silhouette von Shanks hinter Ruffy gesehen. Und so ähnlich war es aber auch bei Marco, Leute. Marco hatte auch Kämpfe gegen Kaiser. Er hat höchstwahrscheinlich sogar gegen Kaiser mitgekämpft. Aber es war halt so, dass er nie wirklich den Kapitän übernommen hat. Er hat höchstwahrscheinlich immer nur die rechte Hand übernommen. Und deshalb wächst er dann noch nicht so krass
krass hinauf wie ein Chance. Das ist halt der Unterschied zwischen den beiden. Ich würde sagen, der Unterschied zwischen Chance und Marco ist jetzt nicht so immens groß, wie sich das jeder vorstellt. Es ist so, wenn Chance eine 10 ist, dann ist ungefähr Marco eine 8, würde ich sagen. Ja, das ist sogar eigentlich bestenfalls, wenn man halt für Chance ist. Man könnte sogar sagen, dass Marco vielleicht eine 8,5 ist. Nun kommen wir zu der Aussage von Eiichiro Oda. Dieser meinte, dass die Rota-Piratenbande die ausgeglichenste Kaiser-Crew ist in One Piece. Und diese Information hat halt Wellen geschlagen, Leute, wie jede Aussage von Oda. Und viele glauben jetzt, dass Ben Beckman der stärkste Kommandant ist. Und um Gottes Willen, ich glaube das nicht. Ich denke, Ben Beckman ist nicht allgemein stärker als Marco. Ich unterschätze Ben Beckman nicht. Ich weiß, er ist sehr stark, ein sehr guter Taktiker, der eventuell sogar Marco besiegen könnte. Aber allgemein ist er meiner Meinung nach nicht stärker als Marco, wenn man alle Kriterien beachtet, sollte Marco Ben Beckman voraus sein. Aber warum denkt das denn jetzt jeder? Wenn man Ausgeglichenheit hört, haben halt sich die ganzen Fans gedacht, okay, Shanks ist auch ein Kaiser, genauso wie Kaido, und Kaido ist ja so stark, da muss ja Shanks auch genauso stark sein ungefähr, und deshalb ist halt Ben Beckman so nah dran an Shanks, da muss er ja krasser sein als jeder Kaiserkommandant, weil zum Beispiel der Abstand zwischen Katakuri und Big Mom war ja immens, und das haben sich halt die ganzen Fans gedacht. Sie haben aber nicht überlegt, dass Shanks der jüngste Kaiser ist und noch nicht so viel Erfahrung hat wie zum Beispiel Kaido oder Big Mom, und seine Crew so aufgebaut ist, wie zum Beispiel die Crew von Roger, wo auch zum Beispiel Silver's Rayleigh fast so stark war wie Roger oder auch eine sehr große Ähnlichkeit zu der Strohpiratenbande hat, wo Ruffy und Zoro circa gleich stark sind. Das heißt jetzt nicht, dass Shanks stärker als Kaido ist, Leute. Das muss halt jeder verstehen. Shanks hat eventuell Kaido besiegt, aber das hat er nicht alleine geschafft. Er hatte Unterstützung, genauso wie Ruffy jetzt gerade Unterstützung hatte, und genau deshalb verfehlen hier die meisten Fans den richtigen Sinn hinter dieser Aussage. Ich denke, im Allgemeinen ist Marco der stärkste Kaiserkommandant aktuell. Natürlich, wenn man das frühere mit einbezieht, war höchstwahrscheinlich sogar Kozuki Oden der stärkste Kaiserkommandant, Freunde, weil der war einfach viel zu mächtig. Und wenn man sogar jetzt die Roger-Piratenbande irgendwie mitzählt und sagt, das waren ja auch irgendwie Kaiserkommandanten, dann war es natürlich Silver's Rayleigh, Freunde. Silver's Rayleigh, zu stark, Leute, der dunkle König. Aber ich würde sagen, das war sozusagen meine Meinung zu dem ganzen Thema rund um die Kaiserkommandanten. Ich wollte nochmal das Ganze klarstellen. Ja, und Marco ist einfach der King, Freunde. Er ist nicht zu unterschätzen. Schreibt in die Kommentare eure Meinung. Wenn ihr wollt, dass ich eine Tierliste zu den Kaiserkommandanten mache, obwohl ich nicht so ein Fan bin von Tierlisten, dann haut einfach diesen Like-Button kaputt, Freunde. Ich will ihn nicht mehr sehen. Ganz ehrlich, ich will einfach nicht mehr diesen Like-Button sehen. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal. Kozuki One Piece.